Knapp 200 Kilometer sind nun von Saigon aus in östlicher Richtung zurückzulegen, um den verdienten Bade- und Strandfreuden näher zu kommen, für die sich das Pandanus Resort in Phan Thit perfekt eignet. Nachdem wir das Stadtgebiet von Saigon hinter uns gelassen haben, geht es auf einer wenig befahrenen, weil mautpflichtigen Autobahn zunächst flott voran. Später nehmen wir immer wieder die Gelegenheit wahr, auf der Fahrt durch die Obstplantagen exotische Pflanzen wie die Drachenfrucht zu bestaunen. Bald haben wir Phan Thit erreicht, eine aus 15 Ortsteilen bestehende Stadt, deren Ursprung als Fischereihafen nach wie vor deutlich zutage tritt. Nun sind wir nur noch wenige Kilometer von unserem Zielort Mui Ne entfernt, in dessen Umgebung uns ein erholsamer viertägiger Aufenthalt im Strandresort Pandanus erwartet. Wind und Wellen ziehen hier natürlich vor allem Kitesurfer an, während die meisten Schwimmer der deutlich ruhigeren Poollandschaft den Vorzug geben. Unbedingt zu empfehlen ist ein frühmorgendlicher Ausflug zum Fischereihafen von Mui Ne, wo die Fischer in ihren bunten Rundbooten mit ihrem frischen Fang an Land zurückkehren. Ebenso sehenswert wie der Hafen ist die unglaubliche Dünenlandschaft, die sich direkt oberhalb unseres Resorts erhebt und vor allem bei Sonnenaufgang zu einem längeren Spaziergang reizt. Nach einem erholsamen Aufenthalt an Strand und Meer sind wir nun bestens gerüstet für die nachfolgenden Besichtigungstage im Nachbarland Kambodscha.